Okay, fünf So, Minuten drauf sind. gut. Hiermit wollen wir den nächsten Teil in unserem Freitagsnachmittagsprogramm starten. Den letzten Wie? Vortrag. Ja, ich habe jetzt das Programm gar nicht im Kopf. Genau, ja, aber Ja, jetzt ich kommt bin die die Letzte. Viviana. Ja, die Viviana ist die Letzte. Das Gute kommt zuletzt, nicht wahr? Nämlich, dass der Glitzer, der Feenstaub auf den Webseiten das Frontend. Die Viviana wird was über Joomla 4 Template erzählen. Und Viviana ist schon ein langjähriges Joomla-Community-Mitglied, hat auch aktiv mitgearbeitet an der Joomla 4-Entwicklung, ist auch im Accessibility-Team und im Maintenance-Team bist du auch, glaube ich, ja, also wirklich auch aktiv, gibt ganz viel zurück an Joomla auch und hat eben auch beim Joomla 4-Template mitgearbeitet und wird uns jetzt auch zeigen, was sie da so gemacht hat. Liebe Viviana, Bühne frei. Dankeschön, Sigrid. Ja, hallo alle. Schön, dass ihr da seid. Auch wenn wir uns nicht so direkt persönlich treffen können, ist aber trotzdem schön. Ja, mein Name ist Viviana Menzel. Ich wohne hier in der Nähe von Gießen mit meiner Familie. Ich bin seit 2008 selbstständig damit Joomla-Webseiten unterwegs, also mit Joomla seit Version 1. Und ja, 2014 war mein erstes Joomla-Event und seitdem bin ich in der Community da aktiv dabei. Ja, und ich will euch ein bisschen erzählen von das Cassiopeia-Template. Das ist das Standard-Template von Joomla 4. Und ich werde dann so ein bisschen schnell durch die Präsentation gehen und dann eine Demo-Seite dann zeigen. Und ein bisschen ja, zeigen, was man so mit Cassiopeia alles ändern kann und wie man das einstellen kann und vielleicht ein bisschen, wie man Templates oder was sich geändert hat, wenn man Templates selber machen will. Am liebsten wäre mir, wenn die Fragen dann am Ende der Präsentation kommen oder später dann einfach so im Raum mich ansprechen, dann kann ich vielleicht mal ein bisschen mehr erzählen. So, ich teile jetzt da meine Präsentation. Ich hoffe, es kommt dann richtig. Okay, also Joomla hat einen Hang für Mythologie und irgendwas mit Sterne. Und das vorherige Template hieß Protostar und das jetzige ist Cassiopeia. Das hat mit beides zu tun. Mit Mythologie, griechische Mythologie und auch ist ein Sternenbild. Und lustigerweise, diesen Sternenbild ist direkt bei mir über das Schlafzimmerfenster. Also Cassiopeia verfolgt mich buchstäblich. Ja, und letztes Jahr haben wir ein Working Group da gehabt in Joomla und haben wir Cassiopeia ein bisschen verbessert. Ein paar Bugs, ja, versucht so zu korrigieren. Und ja, ist schon sehr vernünftig geworden. Was ist in Cassiopeia alles drin? Also es basiert auf Bootstrap 5. Also Joomla 4 war die ganze Zeit geplant mit Bootstrap 4 und so in letzter Minute sozusagen wurde Bootstrap 5 ja, veröffentlicht und dann hat Joomla auch schnell alles umgestellt. Also ist jetzt auch Bootstrap 5 drin im Core. Joomla hat immer, also bis jetzt, mit den Icons gearbeitet als Icons. Und die wurden jetzt durch Font Awesome dann ersetzt. Es gibt eine Mapping-Funktion, also die Icons oder die Klassen, die CSS-Klassen, die diese Icons definieren, sind geblieben. Also das Standard-Icon -Edit zum Beispiel. Und dafür gibt es eine Mapping-Funktion, dass es jetzt das richtige Font-Awesome-Icon dann gezeigt wird. Aber das heißt aber auch, dass man im Core mit Font-Awesome-Icons dann arbeiten kann. Cassiopeia hat ein eigenes CSS-Grid definiert, also was die Struktur der Webseite macht. Das werde ich dann gleich noch kurz zeigen.
Dann haben wir eine lokale Schriftart. Das hat was mit DSGVO zu tun. Also es ist eine graue Zone oder umstrittene Geschichte, ob man dann Fonts direkt von Google laden kann, soll, darf. Und da gibt es dann die Möglichkeit, Roboto als Schriftart einzubinden. Die ist in Joomla Core mit drin. Das ist auch die Schrift in Backend. Da sage ich dann gleich noch was dazu. Und Joomla hat jetzt kein jQuery mehr. Also die ganzen Funktionen, die sind mit normalen JavaScript dann abgebildet und auch die Sachen, die Bootstrap, die JavaScript, die Bootstrap dann liefert. So, dann gibt es in Cassiopeia dann einige Einstellungen. Die werde ich dann gleich, wenn ich dann wechsle auf die Demo-Seite, zeige ich es nochmal kurz. Man kann das Logo zum Beispiel ausblenden. Also wenn man sagt, ich will ein eigenes Logo woanders platzieren, das kann man dann, das Standard-Logo Position kann man ausblenden. Man kann statt ein Logo einfach eine Schrift, also einen Titel angeben. Und man kann auch eine sogenannte Tagline, man kann es als Slogan benutzen. Das ist im Prinzip so wie ein Untertitel unter dem Logo oder den Titel, den man eingestellt hat. Dann haben wir die Möglichkeit, verschiedene Schriftarten zu wählen. Wie gesagt, das lokale Roboto. Und dann haben wir noch zwei andere Schriftarten eingebunden, die von Google dann geholt werden. Und dann gibt es dann noch die Möglichkeit, also wenn man keine Schriftart wählt, dann ist das Standard, die Standarddefinitionen von Bootstrap. Und das ist, der nimmt sich einfach die Schrift, die im System vorhanden ist, wird dann die beste Schrift dann gewählt. Dann haben wir noch so als, ja, mehr zum Zeigen, was es dann mit Cassiopeia möglich ist, haben wir zwei Farbthemen definiert, also den Standard blau-lila Farbe, was in Cassiopeia dann kommt. Und dann gibt es dann noch einen alternativen Farbschema. Die sind aber auch sehr leicht zu überschreiben. Das zeige ich auch gleich noch, wie man das dann machen kann. Dann haben wir noch die Einstellung, das kennen wir aber auch noch von Protostar. Man kann Full Width, also das ist ein Layout, also ein Fluid Layout oder ein Static, wo so ein Wrapper dann noch reingesetzt wird. Das heißt, die Seite ist entweder ganz breit oder auf ein Maximum in der Breite dann definiert. Dann gibt es dann noch die Möglichkeit, den Header-Bereich als Digi zu definieren. Das heißt, wenn man dann runterscrollt, bleibt den Header-Bereich dann fixiert mit dem Menü zum Beispiel und das Logo. Und dann gibt es dann noch ein Back-to-Top-Button, den kann man auch ein- und ausblenden per Einstellung in Template. So, und zu den Schriften. Also wie gesagt, Roboto ist eine lokale Schrift, die ist im Core mit drin. Die wurde gewählt, weil es die meisten Zeichen in allen Sprachen hat. Ja, und die ist dann unter den Ordner Media Vendor Roboto Font Face dann gespeichert und das kann man sich jetzt in Cassiopeia kann man es dann laden oder wenn man einen eigenen Template erstellen will, dann kann man sich dann die Schriftart auch direkt aus diesem Ordner dann ziehen. Man muss das nicht mit dem Template nochmal liefern. Und dann haben wir noch zwei Font- oder Schriftartenkombinationen gewählt als Möglichkeit, eines Feeder Sans. Und das andere ist eine Kombination aus Roboto und Noto Sans. Aber die werden dann von Google dann geladen. Man kann natürlich eigene Fonts dann definieren. Das kann ich dann auch gleich kurz im Code dann zeigen.
So, die Positionen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, hat Cassiopeia 15 verschiedene Positionen im Template, die ja den Header-Bereich mit das Logo. Dann kann man hier ein horizontales Menü positionieren und die Suche. Oben drüber gibt es dann noch zwei Positionen, die sind sehr beliebt, so zum Beispiel für die Telefonnummer oder die Adresse oder vielleicht ein extra Menü horizontal da oben zu platzieren. Dann gibt es einen Bannerbereich, kann man natürlich nutzen, wie man möchte. Dann kommen noch zwei Top-Positionen, dann die Breadcrumbs und dann gibt es dann eine Sidebar rechts und links und dann innerhalb von den Hauptplatz, wo die Komponente gezeigt wird, gibt es nochmal zwei Positionen, Main Top und Main Bottom. Und dann gibt es dann unten nochmal zwei Bottom-Positionen und den Footer-Bereich. Und dann den Standard-Debug, wobei den man auch nicht mehr so richtig als Position definieren muss, weil es da per JavaScript geladen wird. So, zu den Farbkombinationen. Also es gibt in den CSS oder in den SAS-Files von Cassiopeia sind diese Farben definiert. Sind die Farben für die Standardvariante und das sind die Farben für das alternative Farbschema. Die Farben sind alle als HSL definiert. Es ist dann besser für die Farben so verändern, dann ist es ein bisschen logischer, was man dann ändert, dann sieht man es dann besser. Und da gibt es dann extra File, wo diese Farben nochmal benutzt werden. Das für den Alternativen heißt Colors Alternative CSS. Und diese Farben, die werden nochmal als CSS-Variable definiert. Und das Gute an diesen CSS-Variablen ist, dass man die überall greifen kann. Also wenn ich jetzt eine User-CSS-Datei anlege in Cassiopeia, um Sachen von den Templates zu überschreiben, kann ich auf diese Variablen zugreifen. Nicht wie bei den SAS-Variablen, die muss man kompilieren, damit die richtig angezeigt werden. Diese CSS-Variablen sind von überall zugreifbar. Und das macht dann das Überschreiben von den Farben oder das Verändern von den Farben relativ leicht. Das zeige ich dann gleich in der Demo-Seite. War ziemlich viel Arbeit. Das war in Cassiopeia bis letztes Jahr nicht drin. Die Möglichkeit, ein Dropdown-Menü zu haben. Das haben wir in diesem Working Group dann getüftelt. Dieses Menü ist accessible. Das heißt, man kann mit der Tastatur auch gut draufkommen. Ist kein Hover-Menü, sondern man muss dann schon draufklicken. Es funktioniert auch, wenn man, das zeige ich auch in der Demo-Version, wenn man diesen Menüpunkt, der kann selber ein Link sein, dann klickt man auf diesen Teil von dem Text, dann geht man auf der Seite, die da verlinkt ist. Wenn man auf den Icon klickt, dann öffnet sich das Dropdown-Menü. Also es funktioniert in beiden Varianten. Man muss dann nicht nur speziellen Menüpunkt anlegen, damit es funktioniert, sondern es funktioniert auch mit Links. Am besten ist, wenn man dann nur zwei Ebenen hat, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Es funktioniert aber auch. Ich glaube, drei Ebenen haben wir getestet. Es geht da ganz gut. Und
Ja, diesen Dropdown-Menü gibt es auch in zwei Varianten. Eine ist diesen einklappbaren oder collapsible, je nachdem, welche Sprache man gerade im System hat. Was das macht, ist ein Hamburger-Menü in der mobile Version von der Webseite. Und das kann man dann hier in den Einstellungen von den Modulen, von den Menümodulen, kann man es über Layout aussuchen, was man dann gerne hätte für ein Menü. Also der Standard von Joomla ist kein Dropdown-Menü. Man hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, das soll trotzdem ein Hamburger-Menü machen in der mobile Version oder eben nicht. Und dann gibt es dann das alternative Layout in Cassiopeia. Der kann man dann wählen, den Collapsible Dropdown oder den normalen Dropdown. Genau, und dann haben wir noch, also das Dropdown-Menü funktioniert auch in vertikal. Hier oben auf der, in der Menüposition ist das Menü automatisch horizontal. Auf der Sidebar wird dann vertikal angezeigt, in anderen Positionen auch. Wenn man aber das Menü woanders, zum Beispiel, ich nutze dann, keine Ahnung, den Breadcrumbs-Position für mein Menü, da könnte ich es aber auch horizontal anzeigen, indem ich die Klasse Menü, horizontal Menü oder so, muss ich nochmal raussuchen, eintrage hier in den CSS-Klasse von Modul. Und dann wird mir auch das Menü dann horizontal angezeigt. So, und dann von den Blog-Layout, das hat sich auch einiges geändert und war auch ziemlich viel hin und her. Also die ersten Entwurf war das, was man von Joomla 3 kennt, mit den Spalten definieren, also wie viele Spalten man in dem Blog-Layout haben will. Also in der ersten Version war, diesen Parameters waren weg. Es gab dann ziemlich viel Widerstand. Dann wurden diese Parameter wieder reingenommen. Und die werden aber ein bisschen umgesetzt in CSS-Klassen. Und ja, man kann in den Menüpunkt Block-Layout kann man definieren, wie viele Spalten angezeigt werden. Und man kann sagen, wie die Beiträge sortiert werden sollen oder die Anordnung von den Beiträgen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, abwärts und seitlich. Und je nachdem, was man wählt, hat man einen anderen Layout. Also wenn man abwärts, also die Anordnung von den Beiträgen abwärts hat, dann kriegt man so ein Mansory-Layout. Das zeige ich dann gleich, wie das aussieht. Und den seitlich macht ein Column-Layout, also Spalten-Layout. Und dann gibt es dann ganz praktische Modifier-Klassen, die man angeben kann, die ein bisschen die Darstellung von dem Block-Layout machen. Boxed, Image Left, Image Right, Image Bottom. Und dann gibt es dann noch die Möglichkeit, Image Left und Image Right mit Image Alternate zu kombinieren. Das zeige ich auch gleich in den Beispielen. Also mit Boxed, dann wird ja, so eine Box da gemacht mit einem leichten Schatten und ein Strich über die Beiträge, über die Kästchen. Bei Image Left und Image Right wird das Intro-Bild dementsprechend rechts oder links von den Text dargestellt. Und bei Image Alternate wird es immer abwechseln. Also den ersten Beitrag kriegt man das Bild links. Und bei dem zweiten Beitrag ist das Bild rechts oder andersrum, je nachdem, in welche Kombination man das macht. Also man gibt dann die Klasse, das macht den ersten Beitrag fest und mit dem Alternate wird immer so abwechselnd angezeigt. Und Image Bottom ist, wird das Bild unter dem Text dann angezeigt. Also man hat dann schon einige Möglichkeiten, ja, das Block-Layout ja, zu ändern. So, und dann kommen wir so ein bisschen mehr in das, aber meine Zeit läuft davon. Also, was neu ist in Joomla 4,
ist, wie man CSS-Dateien und JavaScript ins Template einbinden kann. Ich habe es hier verlinkt. Ich werde später meine Präsentation auf meine Webseite dann veröffentlichen mit den Links. Also es gibt eine Dokumentation von diesen Web Assets. Das ist dann ja ziemlich gut erklärt, wenn man es ein bisschen durchliest. Die Assets, also die CSS- und JavaScript-Dateien, die werden in eine bestimmte Reihenfolge gesucht. Da gibt es dann Ordner, wo diese Assets versteckt sein können oder definiert sein können. Und so geht dann Joomla vor. Also da sucht dann zuerst hier, dann in Media Vendor, dann in Media System, Media Legacy und sucht dann vielleicht in den aktiven Komponente, was man dann hat. Und dann sucht dann auch in den Template. Und dann kann man diesen Assets, also diesen Files, die man braucht für das Template, kann man in ein JSON-File definieren. Das Gute daran ist, dass man damit Dependencies definieren kann. Das ist so ein kleiner Ausschnitt aus Cassiopeia. Hier mit diesem JSON hat eine bestimmte Struktur. Hier definiere ich den Namen von mein Asset, also den File, den ich brauche. In diesem Fall ist den Template User, also was ich anlegen kann, um das Template zu überschreiben. Man kann eine Beschreibung zu diesem File stellen. Man sagt, was für ein Typ ist, also in diesem Fall ist ein Style-File, also ein CSS-Datei. Man gibt den Pfad, also wo liegt dann diese Datei oder wie heißt er diese Datei. Und der braucht, damit das funktioniert, dann muss es zuerst diesen Template Active geladen werden. Das ist woanders dann definiert, aber der muss dann zuerst geladen werden, damit den User CSS funktioniert. Und damit kann man diesen Dependencies definieren. Und das ist ganz praktisch, wenn ich weiß nicht, ich will unbedingt Font Awesome laden. Und wenn ich dann meinen User CSS lade, dann muss aber Font Awesome vorher da sein. Und das kann ich da definieren. Es gibt aber einfachere Möglichkeiten, dann diesen Assets, die werden in den Template mit diesem Code dann geladen. Wenn ich dann so nutze, diesen Preset, das ist etwas, was in diesen JSON-Datei auch definiert ist. In diesem Template Cassiopeia sind mehrere Sachen definiert und die werden alle automatisch mit diesem Aufruf dann geladen. Den JavaScript, den CSS-Datei, die ganzen Dependencies, da muss ich die nicht alle hier angeben, sondern ich habe die in den JSON-File definiert und hole mir diesen Preset mit diesem Aufruf. Dann kann ich zum Beispiel den Template User, also diese User CSS, kann ich hier mit diesem Use Style, dann wird dann automatisch diese CSS-Datei dann geladen. Und das kann ich dann direkt mit Use Style machen, weil das ist in diesem JSON-Datei definiert. Ich kann aber auch direkt Sachen definieren, also ohne dass die vorher in den JSON-File definiert werden, sondern direkt hier mit diesem Aufruf Register and Use and Style, dann kann ich das auch angeben, wie die Datei dann heißt und wo es dann liegt und wird automatisch in diesen Web Asset Manager, wird diesen Asset dann registriert und auch geladen, weil ich dann das mit Register and Use definiert habe. Das ist auch ein Ausschnitt aus Cassiopeia. So laden wir zum Beispiel die CSS-Dateien, wo die Farben definiert sind. So, okay. Dann wollte ich euch mal kurz, ich habe eine, Moment, muss dann hier raus. Ich habe eine Demo-Version, eine Demo-Seite angelegt. Das soll auch als
ja, Dokumentation dienen, sozusagen, weil es gibt dann leider noch keine Dokumentation über Cassiopeia. Und ich denke, wenn man dann die Bilder sieht und die Beispiele sieht, dann versteht man auch besser, wie das alles funktioniert. Also die Seite ist cassiopeia.joomla.com, also eine halboffizielle Webseite. Ich habe Joomla 4 installiert mit den Beispielinhalten. Und das ist, was automatisch dann kommt. Dann habe ich hier in den mein Menü, und das wollte ich dann zeigen, das Dropdown, also ich muss dann immer klicken und dann kann ich wieder klicken zum Zumachen. In dem Fall ist dann ist kein Link hinterlegt, das ist nur ein Dropdown. Und ja, da gibt es dann hier verschiedene Beispiele. Also das zum Beispiel ist ein Blog-Layout mit seitlich angeordnete Beiträge in zwei Spalten und die Klasse Boxed. Und dann sehen wir dann diesen Boxen mit den Schatten und diese Linie oben. Das kommt dann automatisch, wenn ich dann diese Klasse dann definiere. Und ich habe hier ein Beispiel von einem Mansory Layout. Das ist mit den abwärts angeordneten Beiträgen. Also es wird den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, also immer so untereinander angezeigt. Hier habe ich es als dreispaltig gemacht. Und die werden nicht gleich groß gemacht, sondern ergibt dann diesen Effekt, ja, diesen so laufenden Mansory-Effekt. Das ist ganz nett. So, und was ich hier gemacht habe, also hier in Help habe ich einige Sachen da geschrieben, wie man Cassiopeia dann verändern kann. Zum Beispiel, wenn man eigene Farben haben möchte. Moment, muss also in der Help gucken. Hier, wenn ich meine eigenen Farben definieren will, dann kann ich einfach diesen CSS-Variablen, die genutzt werden in den ganzen Template, die kann ich mit einer anderen Farbe belegen. Also ich kann in meinen User-CSS einfach diese Variablen schreiben und einfach eine andere Farbe geben. Und das wird dann automatisch, ich habe dann hier einen Menüpunkt angelegt, wo diese Farben genutzt werden, dann verändert sich hier mein Header automatisch, weil diese Farben werden hier für diesen Farbverlauf benutzt. Und dann kann ich ganz schnell die Farbe von dem Header und auch von den Footer, das passiert dann automatisch. Und dann sieht man hier, hier bei den Links zum Beispiel, da ist auch die Farbe jetzt anders. Das sind diese Cassiopeia Color Link, der gibt mal hier die Farbe hier für ein Link zum Beispiel, das ist grünlich. Und den Primary und den Hover, da geben auch die Farbe, die ich hier sich verändert, wenn ich über den Link drauf gehe. Ja, und hier habe ich einfach ein paar Experimente gemacht. Also das hier ist diesen alternativen Farbschema, was dann mit Cassiopeia mitkommt. Ich weiß, die Farben sind nicht so schön, aber das war jetzt nur so als Beispiel gedacht. Das kann man dann selber dann noch ändern. Es war nur so eine Alternative zu den Blau-Lila. Und hier habe ich zum Beispiel eine Seite gemacht, alles in Schwarz-Weiß gehalten. Dann habe ich auch die Farben anders definiert, damit hier mein Header anders aussieht. Und ja, dann kann ich mit ganz einfachen Mitteln Cassiopeia dann verändern. Hier habe ich zum Beispiel das mit den Image Left und Image Right in Alternate. Und so habe ich dann einen ganz schönen Layout für meinen Blog mit sehr wenig Arbeit, weil die Klassen schon da sind. Ja, diesen Banner, das ist auch ein Override, was in Joomla
dabei ist, da wird automatisch diesen Overlay-Effekt dann gemacht. Das ist einfach ein Override oder ein alternativen Layout von ein Custom-Modul. Dann zeige ich mal schnell. Hier zum Beispiel für den Black and White. Das ist ein eigenes Modul in der Position Banner. Und was man dann machen muss, also hier schreibt man den Text, was in den Overlay angezeigt werden soll. Unter Optionen kann ich den Hintergrundbild für mein Banner definieren. Und hier unter Erweitert muss ich das Layout ändern, also nicht den Standard von den eigenen Moduls, sondern diesen Banner. Und dann habe ich automatisch diesen Banner mit Overlay-Effekt und auch so ein Parallax-Effekt. Das ist alles schon mit drin. Die Höhe von dem Banner, das kann man auch ändern. Also das ist im Code festgelegt, aber ich kann es auch in mein User-CSS dann überschreiben. Das ist eine Höhe, die man definieren kann. Und das habe ich hier in meinem, ich hoffe, dass ihr das gut sehen könnt. Ich habe in meinem User-CSS-File einfach die Höhe, also diese Klasse benutzt, Container-Banner, Banner Overlay. Und dann habe ich hier die Höhe 40 VH angegeben und dann habe ich so einen schmalen Banner. Normalerweise ist der bei 100, also ziemlich groß, nimmt dann fast die ganze Höhe von der Webseite definiert. Ja, und so kann ich dann mit einfachen Definitionen in meinen User-CSS verschiedene Sachen dann in Cassiopeia dann ändern. Ich habe das hier versucht zu dokumentieren, was für Alternativen man hat. Was ich noch kurz zeigen wollte, als dann die Einstellungen. Also hier ist das, was ich dann gesagt habe, man kann das Logo ausblenden. Ja, dann habe ich einfach kein Logo hier oben auf der Seite an dieser Stelle, sondern ich kann mir dann eine andere Position aussuchen, wo ich mein Logo haben will. Wenn ich das die Position dann habe, dann kann ich mir ein Logo aussuchen. Momentan wird das Standard von Cassiopeia genommen. Wenn ich hier ein anderes Bild dann nehme, könnte ich irgendwas anderes dann nehmen und wird dann das dann benutzt. Oder ich kann dann hier einen Titel angeben, also einfach eine Schrift. Und das wird dann das Logo dann ersetzen. Und also hier haben es dann als Stichwort übersetzt. Das ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo habe. Nee. Dann machen wir mal schnell hier ein Beispiel. Da kriege ich diesen Untertitel. Also unter mein Logo kann ich nochmal so eine Zeile Text als Slogan zum Beispiel dann benutzen. Hier kann man die Schriften auswählen. Also momentan ist keine Schrift definiert. Das heißt, dass die Webseite nimmt sich je nach System. Also wenn ich in Windows bin, wird sich wahrscheinlich Arial nehmen oder Helvetica oder sowas. Wenn man ein Mac ist, dann nimmt sich die Systemschrift, die da vorhanden ist. Ich kann die lokale Schrift Roboto nehmen oder die aus Google. Dann kann man hier die Farben, also den Standardfarben, diesen blau-lila oder das rötliche. Und hier kann ich dann die anderen Einstellungen vornehmen, ob es dann statisch oder ein Fluid-Layout sein soll, ob mein Header sticky sein soll oder ob ich auch noch den Back-to-Top-Button haben möchte. Ja, das sind so die Einstellungen, die man in Cassiopeia dann vornehmen kann.
Ich bin, glaube ich, über die Zeit. Das macht aber nichts, weil wir haben jetzt eh nachher keinen direkten Vortrag mehr. Also okay. Alles gut. Ja, dann noch eine Sache wollte ich dann zeigen. Ich habe so als Spielerei nebenbei noch ein eigenes Template erstellt. Der basiert auf kein Framework. Also ist weder Bootstrap noch UIKit noch irgend sonstiges Zeugs drin, sondern es ist reines CSS. Das habe ich auch eine Demo-Site dafür gemacht. Da habe ich hier auch so Spielereien mit Farben und so weiter. Ich nutze viel, was auch in Cassiopeia drin ist. Aber wie gesagt, da ist auch kein Bootstrap dabei. Das Template kann runtergeladen werden von GitHub. Ist noch nicht ganz fertig. Ich habe nicht alle Views, die in Joomla gibt, getestet. Es wird dann mit der Zeit kommen. Aber es kann gerne getestet werden. Und vor allem, was ja vielleicht mein Template ein bisschen besonders macht, ist die Einstellungsmöglichkeiten. Ja, ich weiß, ich habe einen alten PHP im System. So, ich habe mein Template mit vielen, vielen, vielen Parametern. Ah, nee, ich bin falsch. Mit vielen Parametern belegt. Sag mal. So. Dann nutzen wir das da. In meinem Template kann man, also im Prinzip hier ist ähnlich aufgebaut wie in Cassiopeia. Ich habe noch ein paar extra Sachen definiert, ob man ein Hamburger-Menü haben will oder nicht, wo die Sidebar, also ich habe nicht die Möglichkeit, zwei Sidebars zu haben, sondern man muss sich entscheiden, ob man das rechts oder links haben will. Ich habe auch die Möglichkeit, andere Icons zu laden, also gar keine Icons, die Font Awesome von Core oder eigene Bootstrap-Icons. Und ich habe auch was gebastelt für die Favicons, die nötig sind für das für die Webseite. Und dann habe ich viele Parameter, um die Größen und so weiter zu definieren. Also ich kann dann hier die Breite von den Inhalt definieren. Ich kann die Höhe von dem Banner per Parameter definieren und die Schriftgrößen. Und dann kann ich auch alle möglichen Farben definieren für die verschiedenen Positionen und ja, hier für die Button zum Beispiel jeweils den normalen und den Hover-Version. Und dann habe ich auch die Möglichkeit in den verschiedenen Positionen, kann man dann sagen, wie viele Spalten da drin sein sollen, dann kann ich, wenn ich zum Beispiel hier in der Position, hier, ich will zwei Module haben, dann kann ich sagen, zwei Spalten und dann werden dann die Module automatisch nebeneinander angezeigt. Und dann kann ich auch die Hintergrundfarben von den verschiedenen Modulpositionen dann definieren. Also es ist auch so ein Beispiel, wie man ein Template selber machen kann und mit was für Parameters man arbeiten kann. Also wer Lust hat, kann sich gerne von Template dann bedienen. Ja, würde mich freuen, wenn jemand das dann nutzt. Und wenn jetzt Fragen sind, dann gerne her damit. Gerne. Also es steht der Peer, steht auf der Bühne, aber ich weiß nicht, ob er auch eine Frage hat oder nicht. War ihm vielleicht noch nicht so ist. Ah, der Nico kommt. Jetzt hörst du mich? Ja, ja. Ja, aber Frage habe ich eigentlich nicht. Ich habe ganz gespannt zugehört die letzten Minuten. Okay. Weil du stehst vorne im Bühnenbereich, das ist eigentlich nur für den Stream, macht aber nichts. Nur wer eine Frage hat, die kommen auch nach vorne, darum haben wir dich jetzt angesprochen. Alles gut. Aber der Nico ist gekommen, um eine Frage zu stellen. Irgendwie
Jetzt ist besser, ne? Jetzt hört man mich sogar. Klasse. Ja. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Also erstmal vorab vielen Dank, das war super klasse. Ich habe mich nämlich auf meiner Test-Webseite auch schon mit dem Cassiopeia beschäftigt und finde das richtig großartig. Ich bin nur zu doof, die User-CSS einzubinden. Wie mache ich das? Wo muss ich das tun? Also das ist ganz einfach. Ihr seht noch meinen Bildschirm. Wenn du dann auf hier Template Styles dann gehst, falsch. Ich verwechsel das immer. Ich auch. Site Templates und ich dann klickst du auf den Namen von dem Template und dann siehst du hier die ganzen Dateien, die zum Template gehören. Dann gehst du einfach in den Ordner CSS. Ja. Und dann kannst du hier oben sagen, neue Datei anlegen. Ja. Oder du machst das per FTP, wie es dir passt. Aber im Prinzip kannst du es dann hier machen. Gesehen, genau. Und dann kannst du sagen, die Dateiname ist User, die Dateityp ist CSS und erstellen. Und ich mache es jetzt nicht, weil ich das schon habe. Und dann hast du hier dein User CSS. Genau. Und da kannst du alles da reinschreiben, was du überschreiben willst. Zum Beispiel. Okay. Also ich habe hier dafür für meine Demo-Seite, ich habe hier diese extra Seiten, zum Beispiel den OnColors, dann habe ich eine extra Klasse definiert. Also die ganze Seite hat eine eigene Klasse. Ja, hier im Body heißt Own. Ja, und dann kann ich sagen, für Own definiere ich diese Farben. Also das sind diese CSS-Variablen, die überschreibe ich. Ja. Und die gelten jetzt nur für die Seite Own, also mit der Klasse Own. Ja? Dasselbe habe ich diese für die schwarz-weiße Seite, habe ich das auch mit einer Klasse belegt, damit ich nur diese Seite ansprechen kann. Und das hier habe ich, das ist zum Beispiel für das Banner, für die Größe vom Banner. Da kannst du einfach die Klasse, die du überschreiben willst, die schreibst du hier in dein User CSS und die Definition, die du da haben willst. Und dann hast du es schon geändert. Und der Nico ist weg. Ich hoffe, es hat es trotzdem gehört. Schauen wir mal, sonst kann er dich ja nachher noch ansprechen. Ja, ich bin noch da. Der bewegt sich. Ich glaube, er kommt nochmal. Schauen wir mal. Ja. Nee. Sonst wird man die Doris jetzt. Jetzt kommt er nochmal. So, hast du meine Erklärung gehört? Ja, ich habe die gehört. Ich habe mich nur irgendwie dumm angestellt. Irgendwie raus, rein, klick, klack, hier vor lauter Aufregung. So, die User CSS, die wird automatisch geladen. Das heißt, wenn die vorhanden ist, wird die mit eingebunden. Genau. Okay. Wenn die nicht da ist, es wird einfach ignoriert. Und wenn sie da ist, wird sie geladen. Alles klar. Wenn ich die User-CSS geladen habe und die da sozusagen ganz wilde Farben reinschreibe, also zum Beispiel für die Own-Klasse ist ja jetzt erstmal irgendwie so ein sanftes irgendwie Türkis angesetzt. Wenn ich da aber jetzt irgendwie Rot oder Blau oder irgendwas Leuchtendes reinschreibe, dann müsste ich das sofort sehen. Habe ich richtig verstanden? Ja. Okay. Das Zweite ist, wie aktiviere ich denn, dass ich das jetzt meinen Own-Style haben möchte? Weil ich habe es bei mir jetzt hier auch nochmal gemacht und ich habe das Gefühl, das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Okay, das muss ich mir angucken. Das können wir mal vielleicht im Laufe des Abends können wir uns noch zusammensetzen, okay. Dann kann ich dir nochmal zeigen. Ja, die zweite Frage, die ich da noch habe, ist, du hast gesagt, der Font Awesome ist ja in der Cassiopeia mit drin, richtig? Ja. Gut. Da sind ja auch so kleine Schnulli-Icons, das ist alles immer ganz wunderbar. Wenn ich die an einen Menüpunkt setzen will, habe ich schon rausgefunden, muss ich im Menü bei den CSS-Klassen, heißt es, glaube ich. Ja. CSS-Klasse für den Link, da sage ich einfach FA für Font Awesome und dann FA-Bindestrich und dann die Nummer, die ich habe, also das Icon, was ich haben will, machen, das funktioniert, ändert dann aber die Schriftart des Eintrags. Ja, da gibt's aber einen Trick. Ich habe gedacht, wir hätten es korrigiert, wahrscheinlich ist aber noch nicht drin. Es gibt aber einen Trick, um das zu ändern. Also du musst dann, wie war denn das? Muss ich auch selber schauen. Ich glaube, da musst du noch in dem Before oder du musst dann die Schriftart nochmal anders definieren. Muss ich auch in Code gucken, weil also so auf den Kopf habe ich es nicht. Aber da gibt es einen Trick dafür.
Keine Sorge, ich habe das gerade bei Rocket Theme heute in die Bugs geschrieben und nee, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Also, also laut Rocket Theme jedenfalls. Und also ich hole mir da den Code, weil der hat mir das geschickt, wie das sein muss, dass das dann irgendwie FA After Inner Hit Font irgendwas bedeutet. Und damit kannst du den Font danach wieder auf die Standardgeschichte setzen. Also laut Rocket Theme jedenfalls. Genau. Dann passt das. Gabriele, du müsstest das Video im Hintergrund ausschalten. Und ich würde dann, Nico, wir wollen andere Fragen auch noch. Hast alles klar, du deine, danke, vielen deine Dank Antwort? Für die Hilfe. Danke. Gut, dann die Doris wartet schon lange, glaube ich. Musst du dann nicht einhalten? So, jetzt müsste der mich hören. Ja. Wunderbar. Ich habe erstmal vielen Dank. Das war wirklich ein super Vortrag. Der hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Was mir natürlich sehr gefallen hat, ist auch dein Template, was du dort eben kreiert hast. Das ist ja nicht einfach, das wissen wir. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt an dein Template? Ich kann den Link dann geben. Also ich habe eine Demo-Seite gemacht und da ist auch verlinkt mit meinem GitHub-Account. Super. Und da kann man es dann sich von dort dann runterladen. Direkt in Joomla 4 rein, ne? Nee, ja, also ist dann für Joomla 4 gedacht. Ich kann das hier in den Chat, nicht in den Chat, genau. Hier unten, wenn du dann auf den Symbol-Chat gehst, dann sollte eigentlich den Link dann sein. Also das ist meine Demo-Seite. Super. Und wenn du dann sagst Download Nature, dann landest du auf GitHub und das kann man sich dann runterladen. Perfekt, ich habe alles, ich bin zufrieden. Danke. Das können die Anne. Vielen Dank nochmal. Gerne. Dann haben wir noch die Gabriele. Du musst auch dein Mikrofon jetzt noch einschalten. Nein, wir unten, hören dich nicht. Nein, unten ist das Mikrofon, da müsstest du einmal draufklicken, dass es nicht durchgestrichen ist. Nein, es geht nicht. Immer noch nicht. Sie kann sich selbst unmuten eigentlich. Ich glaube, wir können sie nicht. Ich weiß nicht, ob wir das können. Also ich kann sie stumm schalten, aber ich kann sie nicht unmuten, ne. Das musst du irgendwie selber machen. Unten in der Mitte hast du bei dem Videobild hast du drei Buttons. Das eine ist das Mikrofon. Und wir sehen, dass das irgendwie noch ausgeschaltet ist bei dir. Sonst, wir hören dich leider nicht, sonst müsstest du vielleicht die Frage nachher direkt an Viviana oder so stellen, wenn du nochmal reinkommst oder so. Das geht bei den einzelnen Tischen, also wir sagen das jetzt auch gleich nochmal. Sorry, ja. Wir hören dich leider nicht. Gut, dann ein Applaus an Viviana, Dankeschön. Alle hier mal schön auf sich draufklicken und einmal applaudieren. Schön, genau. Ja, ich laufe noch hier rum, also wenn jemand noch Fragen hat oder mehr wissen will oder ich mehr zeigen soll, einfach ansprechen. Ja, super, Dankeschön. Genau, also damit wären wir jetzt mit dem offiziellen Programmteil für heute fertig.